Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme World of Tanks. Die letzte ist ein bisschen her, ein bisschen, genau zu sagen, circa ein halbes Jahr. Aber muss mal wieder sein. Oder besser gesagt, meine Phase, wo ich jetzt keine Lust habe, ist vorbei. Wir haben heute einen Gast und diesmal nicht neben mir sitzen, zum Glück. Aber im Prinzip ist es die gleiche Person, diesmal hört ihr nur sie. Also, ja. Der spielt jetzt auch. Und fällt mir ins Wort. Deshalb, er ist schon was weiter, weil er in meiner Pause schön weitergesuchtet hat. Aber wir werden versuchen, circa die gleichen Stufen zu nehmen. Damit es noch ausgeglichen ist, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich will dich ja nicht verlieren sehen. Ja, gut. Dann, du hast schon deinen Patzer gewählt, dann starten wir mal das Gefecht. Und ich sollte meinen Timer doch anmachen. Ja, hilfreich. Na gut, was ist das denn? Geht doch, was willst du? Ja, die ganzen Siebener sind ohne Freunde. Ja. Das passiert auch mal. Tja. Richtige KVIS-Party, meine Fresse, ey. Och, die süßen kleinen Dreier-Artis. Ernst? Oh, was ist... die kratzen noch nicht mal am Lack. Hoffen wir's. Ich hab meinen gerade ein Ei gestrichen. Echt? Ja. Oh, das aber... Ein leuchtendes Grün. Fast schon Neon, ne? Ja, klar. Extra für die Aufnahme. Alles präpariert. Auf geht's! Wunderbar. Wo geht's denn hin? Über die Brücke, oder? Über die Gleise, würde ich sagen, erstmal. Ja, aber hier vorne oder hinten? Folgt mir, mein Kamerad. Go on. Ich weiß gar nicht, wer ist denn schneller eigentlich? Du oder ich? Ich, oder? Doch, nein, eigentlich müsste ich schneller sein. Hält einfach, warum habe ich so niedrige Frames? Das gefällt mir gar nicht. Ich werde schon mal im Voraus etwaige Lags entschuldigen. Ach, du hast ja schon die Top Gun. Natürlich habe ich die Top Gun. Ich bin ja auch so ein Suchter. Ja. Ich gehöre ja zu den armen Kindern, die sonst keine Hobbys haben. Verständlich. Ist ja auch ein schönes Spiel, muss man einfach sagen. Es gibt ja dann noch so tolle Sachen wie den Panzersimulator, der kostet dann 20 Euro und die Grafik ist so kacke. Was? Davon habe ich noch nie was gehört. Nein, du warst ja auch nicht bei Saturn. Doch. Ach, genau, muss ich mal wieder hin. Muss ich mal wieder hin. Ich brauche, was brauche ich eigentlich? Ich habe schon wieder vergessen. Moment, Hallo. Können wir es riskieren? Hallo. Na, du fährst einfach mal. Wieso? Ich sehe hier. Ah, da hinten ist einer. Ach, so ein kleiner Fünfer. Aber da kommt. Doch. Volltreffer. Oh, abgefackelt. Abgefackelt. Oh, du. Oh, mal gucken, ob ich ihn noch krieg. Als Kill. Ich hoffe es. Gegnerisches Jawoll. Alter. Nein. Und cool. Oh, das war schlecht. Och, da kommt wieder. Rückzug. Aber die Su hat verschossen. Das heißt erstmal. Nein! Ja, das heißt erstmal aua! Scheiße, Mann! Ich verstehe es einfach nicht, wie manche Leute unter den Gleisen herschießen können. Das ist doch. Die sind nicht vernünftig als Clips gedacht. Also manchmal kann man auch, wenn sie zerstört sind, durchschießen. Das habe ich auch früher immer gemacht. Das war lustig. Ich weiß, wenn du nah genug an Mauern dran stehen kannst, die sonst zerstört werden, kannst du da durchschießen. Das ist voll lustig. Wenn du weiter weg stehst, werden die zerstört. Aber wenn du nah genug dran stehst, kannst du da durchschießen. Das geht nicht bei allen Mauern. Das ist auch so ein bisschen seltsam. Ja, vielleicht sind einfach manche schlecht programmiert. Mein Rohr guckt durch die Mauer. Wenn der Gegner jetzt schlau ist, müsste er mein Rohr eigentlich sehen. Das ist er aber meistens nicht. Achtung, von der Seite. Von wo? Oder? Das ist nur... Das ist ein Lappen. Er hat das Rohr gesehen. Das kommt ein Lappen. Ach, der haut wieder ab. Ja. Was macht er? Das ist ein T-34. Ja, den sollst du killen können. Ah ja, das wird nicht das Problem sein. Ist das Killen ist nicht das Problem. Oh Mann, du hast gerade voll die Killstreak hier. Ah, das ist die... Eieiei! Er hat auf mich geschossen. Aber ich habe das Häuschen kaputt gemacht. Wayo! Der war schön.
Aua, oh, 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 ein Tiger P, das ist aber nicht lustig. Oh, was? Ach, 2T150, das wird. Hey. Nein, der Tiger P macht mich gerade kaputt. Wo bist denn du? Oh Mann, das ist ärgerlich. Der Tiger P steht da ganz hinten irgendwo. Der feuert hier gerade über die ganze. The Map. Ja, ja, oh Tiger P. Mann. Oh, der kommt auf dich zu. Was? Welcher? Ah! Wo ist denn der Tiger P? Ich sehe ihn gar nicht. Ja, der kommt doch da. Ah, da! Er steht fast vor dir. Ah, scheiße. Ich hab den nicht gesehen. Ah! Noch so einer und die sind fertig. Ja, ich glaube, du wirst trotzdem sterben. Nee, das war eben Abpraller, hat der gelandet. Scheiß. Komm, komm, lad nach. Deshalb sage ich ja auch, trotzdem wirst du wahrscheinlich sterben. Noch ein Abpraller. What the fuck? Der Tiger P ist nicht wirklich der gute Tiger, das ist nur irgendein Tiger. Ah, aber der will. Halt, ne? Ach, Mann. Ernsthaft? Was hat der denn für ein schlechtes Ohr? Ach, Scheiße. Ach, nee, ey. Arschloch. 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 Ey, der hat schon wieder keinen. Alter. Ach, schade. Schlecht getroffen. Jetzt würde ich aber aufpassen. Ja, das schmerzt. Hau ab, hau ab, hau ab. Nämlich vorne kommt er bei mir nicht durch. Jawoll. Du musst jetzt aber auch mal vernünftig zielen hier. Oh, Kette ist ab. Kette ist ab. Scheiße! Ach, nee, ne? Da. Was ein Siebener nicht hinkriegt, hat der Sechser geschafft. Naja. Ja, vor allem, ich hätte ja wahrscheinlich auch gewonnen gegen den. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Raus oder noch ein bisschen zugucken? Ach komm, verlassen wir. Da, ciao. So. Für den. Das wird. Wer schon die letzten Folgen kennt, wird sehen, dass ich das hier Folgenintervall mache, also alle 15 Minuten circa Cut und dass man nicht mitten im Gefecht unterbrochen wird. Ist irgendwie in einem Together praktischer. Des Weiteren werde ich versuchen, in der nächsten Folge die Framerate ein bisschen hochzutreiben. Gut, dann versuchen wir mal ein Gefecht mit dem Jagdpanzer. Panzer oder Panther? Panzer. Panzer, okay, also schon wieder Sechser. Ich habe keinen Panther. Ich habe keinen Siebener. Tut mir leid. Und ich glaube, du hast auch keinen Fünfer bis auf deine Art, oder? Doch, ich habe den Typ T34, den Chinesen. Okay. Was hast du dir eigentlich für die 300 Gold geholt? Stellplatz. Ich habe mir den amerikanischen Jagdpanzer geholt. Die Leute, die das selber spielen, werden vielleicht wissen, dass die Amis da eine sehr schöne Panzerreihe haben, weil die nämlich den einzigsten Jagdpanzer mit drehbarem Turm haben. Ich hab den T140, den T40 meine ich. Mhm. Also schon Stufe 4. Naja. Jetzt bitte wählen Sie Ihren Panzer. AVK. Schöne Wahl, schöne Wahl. Ja. Ich muss allerdings sagen, dass ich wahrscheinlich auf die amerikanischen Panzer gehen werde, die keinen drehbaren Turm haben, weil die haben einfach so eine OP-Frontpanzerung, das ist. Ja, toll. Ja, nee, ich gehe auf die Hellcat. Das Miezekätzchen, ne? Das Ding hat so einen heftigen Schaden und Durchschlag, dass. Da kann ich einfach nicht widerstehen. Tut mir leid. Tut mir leid. Soll ich dir nochmal die Panzerung vor Augen halten? Ja, ich weiß, da kommt der schöne L-Traktor durch, aber trotzdem, das Ding ist schnell. Ich muss damit üben. Und wenn nicht, dann rege ich mich halt übelst darüber auf. Passt schon. Kann ja nur besser werden. Und ich hab's leider versäumt an den an dem Jahrestag von World of Tanks aufzunehmen. Da habe ich irgendwie, hatte ich keine Lust und versäumt und alles. Du hast denn auch keine Karte geschrieben, ne? Ja. Ja, das war nämlich so, wenn du denen eine Karte geschickt hast, dann hast du einfach mal so einen Achterpanzer in den Arsch geschoben bekommen. Einfach so den drittbesten Panzer überhaupt. Aber, tja. Hätte ich vielleicht doch machen sollen. So ein Achter ist. Das kann man nicht. Ja. Wohin fährst du? Ein schöner Premium-Chinese. Ja. Was? Wohin fährst du? Ach, ups. Ah! Tja, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ist egal. Cool, meine Skype-Qualität kratzt gerade ab, aber kommt gleich wieder hoffentlich. Ich hoffe, wir werden hier nicht direkt runtergesniped. Da ist ein KVS. Ja, okay, meint. Ich versuche mich um den zu kümmern. Zielen. Schärf! Volltreffer!
Boah, wunderschön. Der ist gekettet, der stirbt jetzt. Durch meine Hand! Schön. So, dann kümmere ich mich um den VKH da unten. Ich helfe dir mal. Ach, scheiße. Oh. Da ist irgendwo... Achtung! Achtung, AL-44. Der ist gekettet. Kümmere du dich um den VKH. Mach ihn einfach nur... Ich bräuchte aber ein bisschen Hilfe. Ja, ich halte dir gerade den AL-44 vom Leib. Ach, scheiße, da wurde mir gestealt. Oh, der hat einen Ansetzer. Egal, der ist tot. Das ist mies. Da ist noch ein PZ4. Ja, ich sehe es. Au, 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 ach, eine Stuck, willst du mich verarschen? Ich lass mich doch nicht von der Stuck killen. Also echt jetzt. Hast du es jetzt oder hast du es nicht? Was? Hast du dich killen lassen oder nicht? Nö, ich lebe noch. Aua. Ach, ma. Egal, wir sind in einem Team. Also in einer. Aber ich hab ganz schön kassiert hier gerade von dem. Ja, kassiert weiter. Das sind. Oh, noch ein VKH, das ist aber böse. Moment. Ah, ich komm. Nee, der ist irgendwie versteckt, ich komm da nicht hin. Bleib du mal im Fluss. Was, im Fluss? Ich komm da jetzt hoch. Das ist dein Leben. Ich weiß, ich bin jetzt Lowlife. Komm da raus, du VKH. Aber ihr braucht ja Scouts. Auch wenn der Leopard da schon ein bisschen rummümpelt. Komm ich ja den VKH da drüben? Komm schon. Ah, da kann ich entschießen. Ach du heilige Arschloch. Oh klar, versteckt er sich gerade in deinem Haus. Das ist. Oh jo, der da oben ist ja wieder da. Hab ich gar nicht gesehen. Jawohl, ich bin eigentlich sehr gut mit Jagdpanzern. Oh jo, hab ich ihm noch einen Hit reingezimmert. Oh, wir sind am Gewinnen. Das ist schön. Ich komm rüber. Oh, wer klaut mir denn hier einen Kill nach dem anderen? Kämpft der Leopard da ernsthaft mit der M7 Priest? Anscheinend. Ist aber armselig. Also wenn der das verliert, dann sollte er sich ernsthaft Gedanken. Oh, das war knapp. Wir haben es nur geschafft, zwei von uns bis jetzt zu killen. Das ist, da sollte man sich auch Gedanken machen. KV1, leichte Beute. Wo? KV1 dahin. Achso. Ich geh mal ein bisschen cappen. Bisschen unter Druck setzen, vielleicht taucht ja noch jemand auf. Ich meine, hier müsste dann irgendwo ein Jagdpanzer rum. Ah, vielleicht sollte ich doch zielen und nicht blind schießen. Au, da ist ein AT-8. Ach du Alter, die Kugel hat aber lang gedauert. Ich hoffe, der zählt jetzt nicht auf mich. Du. Nein, tut er nicht, das ist schön. In die Kette. Oh, 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 oh. Was machst du da? Ich knall den ab oder versuche es zumindest. Komm schon. Komm schon. Ach. Ma. Ich will ihn haben, den Kill. Vom AT-8? Ja, jetzt ist er aber schon tot. Tja, ich hab schön gekappt. Da hinten war ist eine Hellcat, aber die ist zu versteckt und außerdem zu weit weg. Aber wir haben gewonnen. Bounce. Wir haben gewonnen. Oh, ich habe einen Meisterschützen bekommen. Ich habe gar nichts bekommen. Cheche. Und der Beste aus dem Gefecht. Was? Der Gegner? Nee, oh, ich dachte schon. Ja, das stimmt. Ich habe auch noch den meisten Damage gemacht. Meine Fresse. Puh. Ich habe den drittmeisten gemacht. Punkt für dich. So, das habe ich dann noch. Also einmal hier noch. Das war ganz nett. Hast du eigentlich noch einen Dreier irgendwo rumstehen? Ja, ich habe alles. Von Zweier bis Sechser. Außer der Telefonzelle? Ja. Ich habe 1500 Erfahrung. Oh, 25. Was war das für ein Gefecht mit dem T-150? Was? Ich habe 25.000 bekommen. Ich habe 11.000 bekommen. Und 1500 Erfahrung. Oh je. Da warst du besser als ich. Muss ich gerade mal nachgucken. Der ARL. Teamauswertung. Ach, der Tiger war besser als ich. Schade. Der Tiger, die Hellcat doch auch. Hm, trotzdem die beiden. Und ich, zweitschlechteste. Das ist deprimierend. Das ist jetzt echt deprimierend. Egal, ich war eben Erster. Ja.
Und meine Kuh ist auf 98%. Gleich bald kommt sie auf die 100. Ach, ich freue mich. Aber dafür ist mein ARL, dem fehlen nur noch 6000, dann habe ich den nächsten. Freu dich. Aber dazu fehlt mir mal wieder das Geld. Eins der wenigen Spiele, wo man wirklich Geldmangel hat, ne? Nö. Könntest du? Nö, ich hab... Du hast ja noch Geldmangel. Was? Du hast ja noch Geldmangel. Nö, ich hab keinen. Ja. Ich hab 1, achso, nee, ich hab nie Geldmangel hier in dem Spiel. Deshalb sage ich ja... Obwohl, nee, gut. Wenn du keinen Geldmangel hast, dann bin ich eben einer der wenigen Spieler, die Geldmangel haben in dem Spiel. Kannst halt nicht haushalten. Nur weil ich ein paar gute Panzer habe. gut, dann welchen... Ja, die Zuschauer wollen ja auch was sehen, oder wir können auch die Folge tot quatschen. Ivo. Was halt letztens nochmal gepatcht wurde, das kann ich nochmal kurz zeigen. Bei den Deutschen gibt es jetzt ein paar neue Panzerleihen. Ja, nicht nur bei den Deutschen, ne? Ja, aber hier hauptsächlich, glaube ich. Ja. Hier diese Reihe. Das sind die Aufklärer, die Light Tanks wurden hier ein bisschen... Leopard 1, ach, der ist auch neu hier. Also hier sind, glaube ich, alle, meines Wissens, sind die hier neu. So, hier dieser Strang. Das siehst du nicht. Ja, ich weiß aber... Ach so, genau, der Strang vom Leopard 1 ist neu. Naja, aber der, das ist echt schon... Eigentlich ist der Leopard ja ein deutsches Meisterwerk. Aber die, ich glaube, die haben den auch schon ganz schön runtergepult. Wieso den Leopard 1? Leopard 2 ist doch das momentane Meisterstück. Ja, momentan, aber der Leopard 1 war auch schon der beste seiner Zeit. Laut meinen Informationen. Ich bin da zwar jetzt kein Experte, aber... Ach, du und Experte. Nein, Spaß. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ist die Folge schon wieder rum. Da haben wir ein bisschen zugequatscht. Und auf Wiedersehen. Jo, tschüss.